In der roten Ecke Mario Platz, Ehren und Ehren für die Kraftwerk AG aus Rositz, Kampfgewicht 77,6 Kilo. Sein Gegner aus Blau, Tim Richter, 85,9 Kilo. Dieser Kampf gewinnt bei 4 von den Leuten der Jungen. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Jawohl!
Sag weiter, Mario, komm! Ja, aber das schreit los! Ja, wir sehen noch 10, Kindschlag! Ich bin's wieder, Kevin von den Fight Club News. Hier direkt im Interview nach dem Kampf mit dem Sieger Tim Richter. Tim, ein spektakulärer Kampf, wahrscheinlich der wahnsinnigste des ganzen Abends. Du hast hier einen Rückkampf erlebt, ne, von vor 4 Jahren. Spektakulär, das Publikum hat gebebt. Wie fandest du den Kampf? Ja, das ist wie zu erwarten. Mario war schon immer ein harter Gegner. Ja. Eisenkopf, Gummiknochen, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Der Mann ist stark und ich wusste, dass der Rückkampf nicht einfach sein wird. Ich glaube, es ist jetzt nicht der K1-Kampf, den wir gehofft hatten gegen Philipp Halm. Ja. Aber das war mindestens genauso gute Herausforderung. Ja. Also hat Spaß gemacht und hat mich an meine Grenzen gebracht. Ja.
im Interview, in den Trainingsvorbereitungen haben wir was gehört von Handicaps, von gesundheitlichen Problemen. Hattest du heute damit zu kämpfen? Null, zum Glück. Zum Glück. Wahrscheinlich wäre auch sonst die Vorbereitung nie so, oder hätte die Vorbereitung nie so laufen können, wie sie gelaufen ist. Also es ist, wie gesagt, stetig besser geworden und heute, vielleicht auch dem Adrenalin geschuldet, habe ich davon nichts gemerkt. Ja, also konnte mich voll und ganz auf den Kampf gegen Mario konzentrieren. Ja, super. Wie gesagt, die Halle hat gebebt. Ja. Ihr habt das Publikum voll in Schach gehalten. Du hast das richtig, richtig super gemacht. Hast du vielleicht ein Wort an deine Fans noch zu richten? An meine Fans immer wieder einen großen Dank. Riesig. Seid mega. Danke. Und wie sieht's jetzt, wenn wir schon bei den Fans sind, für die Zukunft aus? Hast du schon Pläne? Wie geht's jetzt für dich weiter? Ja, wie gesagt, mit Hendrik, mein Trainer, wir sind immer am Herausforderungen suchen, an Kämpfe suchen. Und ich vertraue da voll und ganz Hendrik. Hat mich bis jetzt die ganzen 5 Jahre so weit gebracht, wie ich jetzt bin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Gerne. Ruh dich aus, genieß den restlichen Abend. Ja. Und es war ein super Kampf. Ja, auch. Danke. Ciao, danke.